Was ist das hier? Mehr Mana, mehr physischen Widerstand, Bewegungstempo weniger, Effekt von Hast auf dich um 30%. Gibt es denn irgendwie so ein Item-Level hier? Nee, oder Schmiedpotenzial 21. Nehme ich das halt einfach. Was ist das hier? Das ist ja alles besser. Zweihandstab habe ich hier. Okay, das ist ein Zweihandstab, das ist ein Einhandstab. Mehr ausweichen. Das ist auch ein Zweihandstab. Keine Ahnung, ob ich es mit zwei oder einhand jetzt. Oh, hier wird erstmal die Teile rein. Jawohl, das hier. Mehr Mana, mehr Int. Passt, ziehen wir uns rein. Blitzerhöhung, weniger Mana. Was ist das? Ausweichwertung. Das ist Feuerdings da. Ja, 2% geringer. Ja, ist egal. Nehmen wir. Tun wir anziehen. Das, das, das. Das wäre halt alles geil. Aber dann habe ich halt wieder so ein Zweihand-Ding. Aber ist eigentlich wurscht, oder? Ziehen wir mal das. Achso, wir können gar nichts so richtig anziehen. Jetzt halt, oder? Hat es keinen Platz oder was hier? Kann man. Jetzt halt. Okay. Jetzt haben wir halt das hier. Keine Ahnung, wird schon passen. Ich würde. Achso, ich port dann gleich zurück. Ich sage, ich würde zurückporten. Oh. Ich würde zurückporten, um zu verkaufen, bevor ich. Aber ich glaube, der Portpunkt ist ziemlich weit weg von hier. Ne, ich habe hier das Portal. Warte mal. Was ist das? Warum ist da noch so? Also ich habe was Neues. Transplantation. Erzeugt ein Zielort einen neuen Körper, der den Charakter treffen explodierte alte Körper, wodurch die Gegner mit einem physischen Schaden zufügen. Anstelle von Mana werden 3% aktuelle Bitterkraft verbraucht, um diesen Zauber zu wirken. Schon wieder? Nee, gar keinen Bock. Ich muss irgendwie eher setzen. Ehe macht nicht so viel Gaudi. Was habe ich da noch? Ja, da könnte ich das. Aber 13% LP wieder nutzen? Hä, was habe ich denn hier? Hungrige Seelen, ja, mache ich mal. Ist das auch Range oder wie? Was macht das Ding? 5 hungrige Seelen, bla blub, besitzen, greifen, Ziele besitzen, greifen, erleiden, Nekrose, Schaden. Warte, T, gell? Jo. Hammer. Okay. Achso, ich muss. Achso, ich kann direkt die Quest abgeben, sonst wollte ich hier verkaufen. Oh, der ist eh daneben, der Typ. Okay, weiter geht's. Flitze, Hilfe, ich habe zu danken nicht. Ich bedauere deinen Verlust, ich habe das Bricks getan. Okay, ich bedauere auch. Mitgefühl, zack, Quest erledigt. Sehr geil. Ja, ich habe einen Drachen gepackt. Jetzt ist ihn mit deiner Ausrüstung, was Bricks, macht mir keine Angst. Deshalb bin ich hier. Jo. Ich hab mich verklickt, Digga! Okay. Weg mit dem ganzen Mist. Keine Ahnung, ob jetzt der besser oder schlechter war. Passt. Weiter geht's. Gefangene Seele. Ich mache aber eh Mili-Schaden, gell? Kaufpreis 2000? Die haben wilde Sachen hier. Okay, passt. Inventar. Inventar voll. Hat der noch irgendwas? Du auch. Tiere kümmern, du auch. Ja, du mich auch. Möge die Macht mit dir sein. Same, same, same. So, gehen wir wieder zurück. Geil. Und das Laden geht schnell. Ich bin froh, dass es halt mit dieser Grafikkarte funktioniert. Okay. Okay, das war jetzt wild. LOL, hier war sofort das Porting, aber passt ja. Zack, R. Eher so ein Nahkampf-Fuzzi, hä? Wie kann ich jetzt irgendwelche komischen Geister dahin schicken?
Ich mag immer noch die Sense am liebsten. Also Q, um die zu verfluchen und dann die Sense rein. Nur schauen, dass ich ein bisschen mehr Melee-Ding kriege hier. Voll der Melee-Zauberer. Q. Ja, ich kann gar nichts alles drücken. R ist auch irgendwie so komisch. Ich schieße halt irgendwelche komischen Dinge. E meine ich. Okay. Kriege Messing-Zepter. Passt. Q und E, die Fresse, die Sense. Ja, Sense ist halt schon. Also mag ich. Zum Glück noch ein paar Range-Spells, weil es ja dann mein Boss ist, dass ich nicht in Melee ran kann. Immerhin verbraucht mein R jetzt nicht mehr Leben. Ah, hier, wenn ich jetzt... Oh, der Charge. So, Splitter, Gold, I, Splitter, zack. Was haben wir hier bekommen? Nahkampf, Dings, bla bla, okay, nix besser. Schön, weiter geht's. Warte, machen wir hier Q rein. Der hat Q erhalten. Verflucht noch andere Sachen? Mein Verfluch... Ja. Ist geil mit dem Verfluchen hier. Lederhandschuhe. So viele verwirrte Geister um mich herum. Was? Das ging nach hinten? Warte, wenn ich die Maus... LOL, das geht dahin, wo ich die Maus halte. Aua, Unterhose quetscht. Das geht dahin, wo ich die Maus hinhalte. So, ja, dann kann ich ja auf... Hier, zack. Okay, easy. Ist ja noch einfacher jetzt. Hier, zack. Okay, gar nicht realisiert. Der ist nicht verflucht, aber jetzt ist er verflucht. So. Hier. Den großen hier. Und hier nochmal den. Dann kann ich das verfluchen, bevor sie bei mir sind. Das ist ja strong, wenn ich jetzt hier... Okay. Jo. Geil. Das ist ja noch besser jetzt hier. Bla bla, hier, looten da. Zack, und verflucht. Dann kann ich hingehen und schon mal reinboxen. Dann spare ich mir halt ein bisschen Zeit. Zack, verflucht. Hier, der kommt dazu, verflucht. Fertig, easy. Achso, hier, verflucht, zack. Okay, ich halte meine Maus immer um meinen Charakter herum. Ich verstehe. Zack, verflucht. Oh, hat nicht alle getroffen, aber ja, machen wir nochmal. So viele... Ach du Scheiße, schon wieder so viele Sachen hier. Mehr Mana, mehr erhöhte LP, Feuerbeständigkeit, dafür weniger Enden, weniger physischen Schaden. Das ist kacke, das... Schau mal, ob irgendwas grün ist. LP bei Tötung? Nein. Das, jetzt muss ich wieder verkaufen, oder was? Da muss ich ja wieder verkaufen hier. So. Habe ich... Gibt es eine Taste für alles verkaufen? Right. So ist denn eher gelb. Du auch. Ja, du mich auch. Zack. Finde den Gipfel. Jetzt muss ich irgendeinen schönen Gipfel finden. Oh. Ach, die Gegend resettet komplett. Was ist das? Rune? Rison? Ah, da war jemand gefangen. Weiter, der Damage. Okay, der macht viel Schaden. Da muss ich mal kurz ein bisschen auf Abstand gehen. Aber ich habe hier Range Spells auch behalten.
Oh mein Gott. Okay, ich habe nicht geschaut. Ah, okay, das ist ein Wilder. Ah, das ist ein Wilder. Boah. Ach, das ist das, das, das. Einfach hier im Kreis, komm. Jetzt meine Futze erstmal spawnen hier. Okay. Oh nein, 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 nein. Ich bin mit dem mitgelaufen. Mit seinem AOE-Ding ist krass. Das sieht man so schlecht im ersten Augenblick. Jetzt aber, jawohl, schönes Einhandschwert bekommen hier. Also der Loot müsste ja eigentlich nur für mich sein. Theoretisch. So. Hier, das ist Last Epoch, das ist kein Diablo. Müsste, glaube ich, auch oben stehen hier. Lesen hilft. Jetzt sehe ich Gags noch schärfer als sonst. Achso, wegen 1440p. Ja. Aber obwohl der Stream für dich halt auf 1080p läuft. Also ich habe 1440p, du hast 1080. Stufe 10, geil, geil, geil. Knochengnole beschwören. Beschwört Knochengnole langsam angreift, 15 bar. Bla, blub. Jawohl, machen wir das mal rein. Tun wir mal diese komischen Geister hier weg. Die machen diese Knochendinger rein. Hier, Golem. Letzte, ja genau, genau, genau. Wir haben anscheinend, ich habe das auch noch nicht ganz gepeilt, mehrere Epochen. Altertum, göttlich, imperiales, Zeitalter, Ruins und Ende der Zeit hier. Das ist anscheinend besser als Diablo 4 und nicht so umfangreich wie Path of Exile, aber das kann ja noch kommen hier. Soll sehr, sehr wild sein. Hat mir der Test gefallen, war interessant und ich habe zuerst Nightingale probiert und aber noch ein Survival-Spiel. Ich möchte mal kurz aus der Surviving-Welt raus. Weißt du? Deswegen nur noch Survival 2 Monate, jetzt mal kurz Stopp. Survival Pause. Nightingale geholt, zurückgegeben. Gewartet, dass das wieder zurückkommt, das Geld, und dann das hier geholt. Ja. Werde ich aber auch mal irgendwann zocken, aber ich konnte nicht noch ein Survival spielen. Das ist erstmal gesättigt. Pacific Drive war auch wild, aber das ist, glaube ich, momentan so ein bisschen Abwechslung von allem. Mit den Golem. Golem. Oh mein Gott, was ist denn das für einer? Guck mal an hier. Jetzt habe ich noch einen Dude. Stelle. Nee, 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 nicht fort. Da spinnst du. What the fuck, Alter. Das ist ja auch Surviven. Surviven gegen die Psychos da. Ich finde das bis jetzt ganz cool. Ich finde das bis jetzt interessant hier. Mal was ganz anderes. Ich bin halt überhaupt kein so Diablo-Spiele-Spiel oder so Hack and Slay. Aber ab und zu muss das schon mal sein hier. Ist released worden auch vor ein paar Tagen. Es sind jetzt zwischen 20 und 22. Februar sind 100 Spiele released worden. Oh oh. Das ist ein Enemy. Oh, die spucken alle so nach vorne irgendwie irgendwas. Oh, ich muss da weg. Vor ihm steht immer eine nicht so geile Idee. Oh, wa, 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 wa. Oh, wieder so ein Feuer. Oh, andere Richtung.
Diamonds of Flower. Ja, drop halt noch mehr. So, hab ich jetzt Platz oder für alles? Ja, das ist schon gut. Also Pacific Drive auch wild. Das war auch krass. Fährst am Anfang im Auto und auf einmal schleuderst dich irgendwie in eine andere Dimension. Und dann fährst du in die Garage, reparierst dein Auto und dann fährst du weiter. War nett, aber spiele ich ein andermal. Das hat auch so ein bisschen Survival wieder mit dem Auto. War aber ganz cool, die Einzelteile des Autos zu reparieren, zu lackieren, ein bisschen zu schleifen. War auch schön. Aber erstmal das hier. Erstmal das hier. Das hat viele Klassen. Und erstmal okay. Erstmal okay. Hatte die letzten Tage, muss ehrlich sagen, nicht so viel Kraft. Und das Auge hat mich schon ziemlich genervt. Also ich, ist halt schade. Laut Arzt bleibt das ein Leben lang. Und das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen. Das habe ich so ein bisschen zurückgeworfen mit dem Kopf hier. Das war schon wieder Psychose, sage ich dir. Kann ich dir mal so privat schreiben oder privat erzählen? So. Ja, und wenn du halt gefühlt an deinem Körper mehrere Sachen hast, die Leben lang bleiben und du schon mit einer überfordert bist, ist bei drei Sachen halt schon wild. Aber was willst du machen? Was willst du machen hier? So, mit jedem Quatschen, nichts lesen, interessiert mich ein Scheißdreck, fertig, ja, gehen wir. Nochmal geht's dir gut, mir geht's auch gut, danke schön, dass du da warst. Nochmal einfach so, mal schauen, das untere auswählen, ob es einen Unterschied macht, hier. Ja, super, ich erinnere mich, wie funktioniert die Magie und jetzt, ja, gehen wir. Passt, 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 passt. Okay. Ich habe Hexenmeister gewählt, oder die heißt ja Akolytin oder so, wie heißt die hier? Genau, minimale Fertigung erhöht, minimale, leg fest, wie viele Fertigungspunkte deine Fertigkeit haben. Wenn du dich spezialisierst, ein bisschen Fertigung behalten, wenn du zurücksetzt, dann fängst du werden dich. Jawoll. Sehe ich auch so. Das ist halt cool, das zu skillen hier. Ich möchte dahin, wenn es geht. Also es geht ein gewährter Schutz. Ernte verursacht in einem größeren Schaden im Brüsten. Das ist auch nice. Muss nicht so nah rangehen. Ernte tötet Gegner sofort, die unterhalb einer LP-Grenze 1%. Wow, okay. Das ist Huge. Das ist Huge. Bin ja, wenn ich sowas sehe, Davidus, bin ich ja schon überfordert. Das hier, dann das hier. Aber ich sag dir, das ist, glaube ich, kein Vergleich zu Path of Exile. Da hast du so einen Skillbaum, scrollst raus und es ist größer als jede Map, die ich in jedem Spiel gesehen habe, die Skills. Da geht es in 57.000 Richtungen und überall ist irgendwas. Also so wie eine Map raus scrollst und da sind dauernd irgendwelche Sachen. Das ist bis jetzt auch von der Handhabung ganz gut gemacht. Es zeigt dir immer an, wo es lang geht, es blinkt. Du kannst auch schön die Items vergleichen, die du in der Tasche hast. Ah, guck mal. So, das ist Einhandschwert, Gladius, Grund, schnell, das hier. Plus, positiv, rot, negativ. Was ich hier alles erhalte. Ich frage mich, ob ich überhaupt Zauberschaden machen muss. Summende Biene heißt das Ding. Ja. Brauche ich überhaupt Zauber? Minus Mana für mehr Gesundheit. Legen wir an. Zack. Jetzt mal das hier rein. Soll anscheinend von den Fehlern von Diablo gelernt haben. Ich meine, ja, da gibt es halt dann schon viel zu lernen. Ja, soll ich das mal anziehen mit irgendeiner Offhand? Habe ich eine Offhand? Erhöht Kälteschaden, erhöht Zauberschaden. Wenn ich das hier anlege? Achso, ich kann es gar nicht anlegen, weil ich keinen Platz habe im Inventar. Lass uns mal. Ist hier kein für andere Verkäufer? Ach, das habe ich mit dem gesprochen schon, ne? Warte mal kurz. Tee. Kurz in die Stadt zurück und verkaufen hier. So, wie läuft's mit deinem Computer? Alles tutti. Wie läuft's mit deinem Computer?
Übernimmt schon dein jetziger Computer das ganze System? Machen wir einfach mal. Das klingt auch geil. Ich wollte ja das anlegen plus das. Zauberschaden, physischer Schaden, Rückrüstung. Erhöhten Schadenlimit im Laufe der Zeit. Bringt ihm mal eine Gesundheit. Ja, mach mal, ist doch egal. Ja, passt. Zauberschaden, Rüstung. Ich weiß, ich sollte auf Zauberschaden gehen, aber ich weiß ja nicht genau. So, weg damit. Sehen wir da schon. Und zurück. Leider noch habe in iRacing gestern Network Errors bekommen. Zweimal ist alles disconnected. Komisch, trotz aller Treiben, nach dem Aussteigen aus dem Auto. Oha! Oha, das klingt irgendwie spezifisch nach iRacing-Fehler, oder? Probier mal andere Games. Okay. Das ist immer schön. Einzigartige Fehler haben ist beste. Die habe ich auch. Willkommen in der neuen Generation! Ist bestimmt sowas wie wegen Grafikkarte oder so. Safe. Ist bestimmt, weil die Grafikkarten erst jetzt released wurden. Und wenn die Grafikkarten released werden, dann hast du erstmal die ersten Monate nur Fehler wegen denen. Sprich mit Lena. Ach so. Scheiße, der Licher. Ja, warte. Das ist normal. Ganz neue Grafikkarte. Immer geil. Einfach 1000 verschiedene Fehler. Irgendwann kommen Patches oder irgendwas ist dann ist es gut. Ja, kann alles sein, aber. He's back. He's been quiet since he returned. You're back. Now, und ich meine, wenn es nur iRacing ist, das ist eigentlich egal, oder? 20 Jahre altes Spiel, who cares? Jawohl. This is what's best for us all. Okay, so jetzt habe ich gar keine neue Quest mehr bekommen. Oder achso, der redet noch. What the fuck macht der? What happened? Oh no! Ruinierte Zukunft. Yo, jetzt bin ich in einem anderen Zeitalter. Das ist krass, die Map gibt es 5-mal in verschiedenen Zeitepochen, deswegen Last Epoch. Vor allem ist krass, selbst im Grid mit allen Autos was durchgehend am FPS-Limit. What is in your eyes as FPS-Limit? Also, how much is the fish? Splitter-Epoche, ja. Geil, jetzt bin ich in einer. Erkunde deine Umgebung, ja. Was ich halt gesehen habe bei den Tests, dass die, je weiter du voranschreitest in der Zukunft, desto düsterer wird es. Also die Zukunft, Katastrophe. How? 140 Cap wegen 40 Hertz im Rick in den Race zusammen. 4 FPS runter? Mach doch unendlich, Alter. Scheiß doch auf iRacing. Wozu hast du denn sowas? Habe ich auch am Anfang gedacht. Ich habe auch am Anfang geregelt. 1 FPS runter vor dem Limit, aber. Zack, Max! Einfach Max, Mann. Probier das mal. Vielleicht ist der Fehler dann nicht mehr. Just saying. Oh, sorry, ich will gar nicht so nah rangehen. Du siehst, ich habe das Mikrofon wieder in der Fresse. Warum? Keine Ahnung, weil ich eine hässliche Fresse habe und dann verdeckt es die halt. Was soll ich sagen?
Besser ist das. Ich muss ja auch nicht so nah rangehen, aber ich gehe immer zu nah ran und dann klippt es immer. So. Doch, doch da kein FPS-Limit machen, Alter. Und nicht auf 144. Du hast eine 4080 minus super geteilt durch plus. Weißt du? Dividiert durch irgendwas. Einfach testen. Vielleicht ist es einfach dann weg. Doch. Natürlich bringt dir was. Flüssiges Bild. Und wir können, dann können wir es gleich unterhalten darüber, dass das Auge nur 23,95 Frames wahrnehmen kann. Aber da musste man nachlesen. Manche Augen können sogar viel mehr wahrnehmen, über 200 oder so. Lieber stabil 40 anstatt Schwankungen. Wenn es von 200 auf 150 oder so oder auf 180 schwankt, dann ist es auch egal. Mach doch einfach mal. Wieso erwartest du denn Schwankungen bei dem PC? Mach mal FPS-Ding aus und fahr mal irgendwas random. Fertig. Test ist da. Racing ist doch nicht dein Main Game. Du spielst doch Air Factor 7. Ich habe mir das mal kurz im Nachhinein angeschaut, ne? Das Air Factor, was du da gespielt hast. Ich möchte jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber das sah mir so scheiße aus. Vielleicht lag es auch nur an dem Auto, von der Sicht ist es so tiefer. Ich könnte da keine Sekunde spielen. Das sah mir halt so unterirdisch aus. Also so wirklich unterirdisch. So halbes Minecraft. Ja, vielleicht war es halt nur die Sicht vom Formel 1 Auto. Ich hätte dann nicht einmal eine Minute zuschauen können. Das war echt... Sorry, aber das war so richtig scheiße. Da ist ja dieses Le Mans, wenn es darauf aufbaut, millionenfach besser. Weißt du, also ich will das nicht böse klingen, aber... Das war für mich so, als ob sich immer nur die Strecke bewegt. Das Auto ist statisch und die Strecke bewegt sich so. Das geht so. Keine Ahnung. Und da von vorne war es irgendwie so ein Strich. So ein Strich von der Blockierungswahl. So. Es war so richtig Computer. Das war so. Also, weißt du, was ich meine? Ja, nur, also, wenn ich sage, dass iRacing auch so ausschaut, dann tut mich Olli verprügeln, genauso wie wenn ich sage, dass Nvidia schlechter ist als AMD, wie der andere Typ, den Jens 1800, weiß ich mein. Also, iRacing top. Bestes Spiel top, beste Grafik. Kommt an Unreal Engine 5.3 ran. Wenn der Schaden dicht unter dir hält, ja, kann ich das skillen? Schade, kann ich nicht skillen. Das kann ich irgendwie skillen hier. Verursacht Schaden. Du verursachst erhöhten Schaden, verlierst jedoch Sekunde 1% deiner maximalen LP, wenn du kürzlich einen Gegner getötet hast. 1% pro Punkt? Du hast Olli Tipps gegeben. Der hat eine 4090 und du gibst ihm mit deiner scheiß 4080 super Tipps. Und was waren das für so Tipps? Wieso hat er die nicht einfach schon davor gehabt? Also, was ich meine? Kann nicht sein. Der hat die 4090 schon viel länger. Who are you? Wie kann man denn jemand Tipps geben, der schon eine 4090 seit ein paar Monaten hat und du hast es seit einem Tag und gibst ihm Tipps? Man beschäftigt sich doch damit, oder? Wenn man es hat.
So. Ja, dann gib mir mal ein paar Tipps, dass er da für Skill und so, weißt du, ich meine. Ich habe diese Tipps nie gefunden, aber. What? Du redest wirr. Das lassen wir nicht zu. Betritt die letzte Zuflucht. Ja, ist doch eh gut, wenn er die Sachen nicht braucht, die er aus hat, aber. Just saying why he's not coming to this by self him, weißt du? Also selbst drauf kommen. So. Ich habe einen Splitter, der uns helfen kann. Stell mich nicht in den Weg. Blablabla. Annehmen. Jawohl, habe ich Quest hier. Weißt du nicht, okay. Ja, siehst du mal den Einsatz hier, ne? Ich finde, 70 bis 90 FPS haben vollkommen gereicht. Vollkommen gereicht. Dann schaut man sich so Videos an wie iRacing in 2024. Lohnt das? Is it worth? iRacing 2024. Kann man das noch spielen? Weißt du? Solche Titel. Und da sind dann meistens auch so Settings drin und sowas. Und den kann man lernen. Das sind die besten. Ausreichend der letzten Zufall und Zeitalter des Ruins. 1290 nach Christus. Boah, ich hab letztens Alien oder Alien gecuttet. Boah, ich hab so Bock darauf bekommen währenddessen. So Bock darauf gekommen. Nur leider gibt es das Spiel nicht mehr. Die wurden abgeschaltet, die Server. Deswegen ist in jedem zweiten YouTube-Video, das Spiel gibt's doch nicht mehr. Das Spiel wurde doch heruntergenommen. Da gibt doch keine Server mehr. Und ich immer den gleichen Kommentar copy-paste mach, ja, als Antwort. Aber dann habe ich mir angeschaut, Black Desert Online, BDO, ist halt von den Machern gewesen, von denen. Und das läuft immer noch und das, dann gab es ein Video, 2024, kann man das noch spielen? Also auf Englisch halt, habe ich mir angeschaut, voll geil. Ja, gell? Ich habe nicht erwähnt mit Black Desert Online, dass ich mir schon überlegt hatte, das zu spielen. Ist aber auch wieder so komplex. Ist aber auch wieder komplex hier. Aber das Kampfsystem ist halt so richtig aktiv. Was ist das? Guck mal, ein Wurm. Weil es ist so eine Art MMO, wo du selbst kämpfen musst. So ein bisschen wie Street Fighter, weißt du? Also ein MMO mit Fadenkreuz, wo du dann dich boxen musst. Das finde ich halt ultra geil. Das hat so Spaß gemacht, Elaine, Mann. Das war ultra. Ich bin hier, was will der von mir? Auf bald, geh nach Nordosten. Nordosten. Okay, die Kamera ist verspiegelt, okay. Dann gehe ich mal nach oben. Oben rechts. Nach Norden gehen. Wow! Da kommen so Würmer raus. Vielleicht ist ja der Gebietsboss hier so eine Art Wurm. Seitdem dieser Golem da ist, sehe ich halt gar nichts mehr. Weil der mir immer im Weg steht. Rachsüchtige Verzweiflung fühle ich. Aber bis auf den Fehler, den du bestimmt fixst, wenn dann die Grafikkarte mal ein bisschen eingespielt ist, sage ich mal, weil sie doch ein bisschen neu ist und das Spiel ist ja alt. Hast du denn schon mal probiert, den Computer an- und auszuschalten?
Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Hast du denn mal probiert, das Spiel als Administrator zu starten oder sowas? Oder mal das FPS-Limit rausnehmen und zu schauen, vielleicht gibt es ja damit Probleme. Ist auch öfters so, wenn du irgendwelche Sachen machst. Einfach ein bisschen rumspielen. Ja, du gehst halt da rechte Maustaste drauf auf die Echse und dann kannst du einstellen, als Administrator starten. Ob das dann iRacing immer macht? Ah, startest du halt selber die Echse, weißt du? Auf die Echse drauf gehen, rechte Maustaste, Eigenschaften, der Kompatibilität oder sowas, kannst du es dann einstellen. Wie ist denn eigentlich die Lautstärke im Spiel im Vergleich zu meiner Stimme? Weil ich habe den Pegel ein bisschen runtergeregelt. Ich war immer auf 90% bis 100%, jetzt bin ich halt auf 85% bis 90%. Ich hoffe, das passt noch irgendwie. Ich werde nicht so leise wie früher sein. Ein Spiel ist jetzt auch nicht ganz so leise. Es ist zum Glück nicht so ein krasses Hack'n'Slay wie Diablo, dass zu viele Gegner gleichzeitig sind. Es sind halt immer ein paar und ich mag das. Game darf gerne ein bisschen leiser. Dann machen wir es auf 70. Schauen wir mal, ob das überhaupt was bringt hier. Ich habe gelevelt. Zack. So. Gehen wir mal hier lang. Yo. Was mit den Würmern hier, ey? Oh, das scheint mir so eine Art Boss-Area oder so Event-Area oder sowas. Ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt leiser ist, wenn es nur 10% sind. Ich kann auch noch leiser machen. Je nach Spell ist es halt immer noch laut. Dieser Golem ist ganz schön tanky, ey. Das ist ganz krass. Leeren Buße. Oh. Die Geister gerade nicht ready. Ich will doch nicht vor ihm stehen. Wer muss denn nicht immer vor ihm stehen? Jetzt sind die Geister da. Geht, geht, kann ich dagegen halten, gell? Geht, 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 geht. Ja, easy, 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 easy. Ja, gut, 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 gut. Ich mach's mal nochmal 5% leiser. 5. Oh, 64 halt dann. Okay, geil. I. Verlernte Elemente. Ja, mehr Zauberschaden, erhöhte Betäubungschance. 80% erhöht. Das ist schon krass, aber ich weiß gar nicht, mache ich überhaupt Zauberschaden? Nee, Nahkampfangriff ist das mit der Sense. Ich mache halt eigentlich nur... Ich mache eigentlich nur Dings da. So. Ich mache eigentlich null. Ich mache eigentlich null Zauberdings. Ich habe mich jetzt auf Melee irgendwie eingewurstelt. Blockchance wirksam blockierende Elemente, Widerstand, Intelligenz, verringerte Kälteschaden. Das ist fast sogar... Was mache ich denn in Zauberschaden? Ich mache gar keinen Zauberschaden. Kann ich das Schild ja nehmen, oder? Nimm mal das Schild als Spaß. Irgendwie habe ich mich zum Miele-Dings da gemacht. Wie auch immer das da jetzt da
hingeführt hat. Das ist schon nice. Aber ich kann noch mal kurz, warte. Das ist Tee. Kurz verkaufen. Ich verkaufe einfach mal. Warte mal, ist das eine andere Stadt hier? Ach, das ist die Stadt. Aber die Stadt schaut gleich aus in der Zukunft. Schau mal, was du hast. Doch alles weg, egal. Okay, sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Okay. Der Golem ist ja noch halb. Dass der immer da ist, ist auch wild. Jetzt habe ich vier Dudes, die ganze Zeit on my side sind. Oh. Meine fucking Unterhose quetscht, ey. Ich bräuchte noch ein paar Dudes hier. Diese Geister sind auch wild. Ich habe die ja leider geskillt. Ich konnte am Anfang nur die skillen. Ich will die Sense weiter skillen, ey. So, den hatten wir gerade. Ah, weil ich wieder hinportiert bin. Dann kann ich einfach Mili da stehen. Tanken. Ich tanke. So, da komm. Ja, ja, der ist verflucht. Geister rein. Oh, nicht ganz kann ich tanken. Nicht bei jedem Spell. Ah, der Fluch hält nicht ewig. Muss ich nachmachen. 8 Sekunden, oder? Ja, ja, okay. Habe ich richtig gelesen. Lol, jetzt habe ich den halt nochmal gemacht. Yo, Ausweicher erhöht der Diener-Schaden. OMG. Hier? Da. In welchen tut das denn? Ich frag mich halt, erhöht der nekrotische Schaden? Stärke. Hier, da. Zack. Bewegungstempo. Ich frage mich halt, welches ist der mit dem Diener? Elementarschaden, erhöht der Schergenschaden? Schaden im Laufe der Zeit? Habe ich gar nicht. Kurz hier reintun die Sachen. Schergenschaden, Gesundheit, Kältewiderstand. Elementarschaden, Stärke, Giftresistenz. Schaden im Laufe der Zeit erhöht der nekrotische Schaden, der Schergenschaden. Okay, ja, wird passen. Physischer Schaden, Widerstand. Ja, alles gut, lass mal so. Ich drücke mal Tab für Inventar. Weiter geht's. Weiter geht's. Boah, ich muss noch was zum Trinken holen, gerade. Mein Bauch, rammelt ein bisschen, ist komisch ein bisschen. So, trinken leer. Trinken empty. Du bist unverwundbar. Übergangszeit. Okidoki. Ach krass, wie viel schneller ich jetzt lade. Ja, du hast ja vorhin von der HDD gespielt, oh, das ist doch gar kein Vergleich. Du warst ja noch ein HDD-Guy. Hab ich, easy. Was ist denn das hier? Glücksspieler, kein Wunder, Glücksspiel. SSD meistens, ja meistens halt, ne? Ausrüstung von Götzen. Werden Götzen im Götzen vorgesehen, behalten im Behälter hier ausgerüstet, verleihen sie deinem Charakter Boni. Freistand Götzenplatz und durchaus Abschluss Haupthandlung. Haupthandlung sind Götzen, was auch immer das genau ist, wird alles verkauft. Jo, was hat denn er hier?
Okay. Das sind wilde Sachen hier. Rostspalt kann ich alles nicht tragen. Okay. Glücksspiel. Aber ist halt alles nichts für mich. Ach so, nicht identifiziert? Ach, das ist sowas wie Kadala. Na, guck mal. Glücksspiel. Ich kann die kaufen. Man weiß aber nicht genau, was die Boni-Stats sind. Ah, deswegen Glücksspiel. Machen wir mal als Gaudi 1. 44 Rüstung und Crit. Was habe ich denn für einen Kopf? Füße Schaden. Ja, machen wir mal. Machen wir mal Spaß. Kostet der? 4000? Ne, habe ich gar nicht. Irgendwas Günstiges halt. 8,50 ein Gürtel. Erfordert plus 1 Stufe Wächter. Stufe 9. Trankslots 4. Auf jeden Fall mal 4. Ich habe 3. Ja, machen wir einfach mal. Ist eigentlich das Gleiche hier. Warum sehe ich den doofen Chat im Stream nicht? Das ist Discord, das gibt's nicht im Stream. Achso, du musst nochmal F5 drücken. Nochmal F5, sorry, so meinst du das. War bei mir auch so. Du lädst rein, also es weiß, drückst nochmal F5, dann ist es da. Nochmal F5 einfach drücken. Okay, das ist anscheinend so eine Art Kadala hier, ey. Magischer Gegenstand. Schmiedepotenzial 3. Ja, das weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber Hauptsache es funkt. Okay. Nimm ich halt den? Kann ich den verkaufen? Ja, geht. Das mit den Filtern ist noch ein bisschen krass und man kann 75 Regeln reintun. Habe ich das richtig gemacht? Ich möchte nur für meine Klasse. Ich weiß nicht, ob das. Ich habe das hier drin. Da habe ich gemacht Klassenanforderung, nur Akolytin. Ist das richtig? Das Einzige, was ich bis jetzt verstanden habe. Akolytin, Akuschlittin. Und die ganzen anderen Bedingungen ist ein bisschen heftig. Da gibt es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten hier. Okay, hier sind schon so eine Art Kadala, habe ich gerade entdeckt. Hä, ich habe noch irgendwas gelootet gerade hier. Götze, Chance auf Entzündung bei Treffer. Was ist denn Götze? Ist Götze? Ach scheiße, irgendwas hat er mir erklärt wegen Götze gerade. Du einfach, lad dir doch einfach von der Seite, die ich gegeben habe, den für den Kachar runter. Jetzt baut man keine selber mehr, machen andere schon. Ja, ich habe gesehen, man kann irgendwie Filter importieren. Ich habe mich mit der Seite noch nicht so viel beschäftigt. Ich wollte die ersten paar Stunden alleine rumprobieren. Und ich bin irgendwie jetzt, aber Filter kann ich mehr laden, ja. Aber bin ich jetzt zum Melee-Hexenmeister geworden. Da ich bin auf diese Ernte gegangen, diese Sense, hab mir die Dudes geholt und bin beim Melee-Kampf drin. Irgendwie Knochenfluch ist ein Fluch, dann macht die Sense doppelten Schaden und darauf bin ich jetzt hier. Warte, ich bin jetzt hier. Ich hab mir gedacht, komm, ich spiele die ersten 5, 6, 2, 3 Stunden halt komplett ohne die Sache. Aber Filter kann ich mir ja raussuchen. Filter kann ich mir raussuchen. Die Frage ist, wo ist das genau? Ressourcen, Database, Home, Bleed, Warlock, Guide. Ja, Tierlist, Monolith, Dungeon, Ressourcen, Database. Ich bin strikt nach dem Level Guide für Akolytengang. Nie, gar nichts. Ich habe einfach selbst jetzt mal gemacht. Sonst bin ich mehr auf der Seite als beim Zocken, aber das kann ich mir zumindest mal machen. Glaube, als Admin ist die Meldung weg. Das kann auch nur Zufall sein und das kommt dann nachher wieder, wenn andere Autos sind oder andere Sachen sind. Also ist halt die erste Dings ja hier, wo ich mir gedacht habe. Ich würde mir nur den Filter geben.
Elite Warlock Guide. Ja, schwierig jetzt so zu testen. Ja, aber immerhin ist es halt so, wie es ist, ne? Jetzt geht's ja. Amazing AOE, okay, ja, das werde ich mir schon mal irgendwann angucken hier. Ach du Scheiße. Okay. Gut, betritt das letzte Archiv. Ja, wenn du mir sagst, wo das ist, mache ich das. Da stand so eine Zwischencity hier. Das ist die Main City in der Zukunft. Wer ist er? Wer ist sie? Was willst du mir erlauben? Warum brauchst du so lange? Bla bla. Habe ich. Sidequest. Okay. Habe ich. Zack. Bis jetzt habe ich 4 Diener. Ein Golem und diese 3 Typen da. So, und dann, wenn ich dann später bin und höher bin und auf einmal, ey, komme ich nicht mehr weiter, werde ich dann den Guide nutzen einfach. Ja. Aber ich kenne mich. Dann bin ich zu 90% nur noch auf der Seite und spiele gar nicht mehr. Und dann irgendwann denke ich mir, nee, lass mal doch ein anderes Spiel spielen. So. Bla, bla, wunderbar, danke. Oh, meine Fresse ist so trocken, Alter. Ich habe einfach null Speichel, nichts mehr. Gar kein Wasser mehr in mir. Ich weiß, ich muss zu der Tür, aber zum Gucken hier. Ja, ich mach das ja eh. Irgendwann bin ich dann nur noch auf der Seite. Nur mit dem Filter. Wenn man den Filter lädt, ist der Filter dann nur nach dem Guide oder wie ist das? Ist für jeden Guide ein Filter oder ist das allgemein für die Klasse? Ja, einfach mal 1-2 Stündchen ohne Guide spielen. Um dann komplett verskillt zu sein. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Ich finde die Sense halt voll geil. Ja, okay. Also wenn ich jetzt sage, hey, Hexenmeister den einen Guide und Hexenmeister den anderen Guide, sind andere Filter. Genau, das habe ich im Video gesehen. Ich kann alles zurücksetzen, bis auf die Mastery. Ja, Mastery werde ich ja, glaube ich, auf Hexenmeister gehen. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Das ist, glaube ich, meine Mastery hier. Akolyt und dann Hexenmeister. Ich mache das bestimmt so. Ich skill und dann gehe ich auf die Seite und da steht, alles, was ich gemacht habe, ist falsch. Okay. Und dann steht immer so da bei den Top-Rankings, das, was ich mir ausgewählt habe, ist falsch. Jo, keine Ahnung, ich probiere mal Hexenmeister. Ich muss was zum Trinken holen, ich hab so trocken. Seitdem ich so sehr faste, habe ich auch keinen eigenen Speichel mehr oder so. Fast gar nichts mehr. Ist ganz wild, komplett trocken. Und das ist jetzt besonders hier schlimm gerade. Ich cheat ein bisschen mit Kaugummi. Da muss ich dann Speichel produzieren. Da kriegt der Körper auch so ein bisschen. Hey, du isst ja was, aber tue ich ja nicht. Weißt du? So ein bisschen cheaten hier. Ich mach mal Hexenmeister einfach. Weiß nicht, ob das jetzt the way to go ist, aber ich probier's mal. Ich glaube, dass ich eh, wenn es so nach Plan läuft oder wenn es mir taugt, werde ich mal mehrere Klassen probieren. Und jede Klasse ist auch für sich selbst aktuell. Hier, also ich habe das ausgewählt, dass ich der anderen Klasse nichts geben kann oder sowas. Ist komplett alleine für sich. Ich habe keine Shared Chest, nichts. Jeder ist für sich alleine.
Was ich noch feiern würde, wäre so ein bisschen irgendwie kurz wegblinken oder so. Oder kurz wegporten, um manchen Sachen zu dodgen. Weil ich bin ja irgendwie Melee oder so geworden, keine Ahnung. Dieser Golem ist ja immer noch, das ist der erste, den ich beschworen habe. Bei dem Video haben sie gesagt, Hardcore ist bei dem Spiel so, wenn du stirbst, wird der Char dann zum normalen Ding. Der Char ist nicht, oh meine, Unterhose zwickt. Also wenn du im Hardcore stirbst, ist der Char dann einfach zum normalen Charakter. Wird der. Also anscheinend auch nicht so wild. So, bin mal kurz Wasser holen. Was ich nicht ganz gecheckt habe, warum musste ich am Anfang die wandernden Geister skillen? Ich wollte eigentlich meine Sense oder sowas skillen. Wie funktioniert das hier überhaupt genau?